Florian, ihr hättet euch heute gegen Nöttingen etwas absetzen können, ist euch nicht gelungen. War schwer heute? Ja, klar. Ich meine, wir hatten natürlich das Ziel, dass wir heute die 3 Punkte einfahren und dann 4 Punkte, den Vorsprung von 4 Punkten haben. Ist uns leider heute nicht gelungen. Wir wussten, dass der KSC ein starker Gegner ist, dass die ihre Qualitäten haben. Das haben sie heute auch gezeigt. Und wir haben leider nicht die Mittel gefunden, um uns im Endeffekt die Torchancen herauszuspielen, um dann das Spiel zu gewinnen. Lag es am Gegner oder ist euch vieles nicht gelungen? Ja, wir wissen, dass der KSC eine spielerisch gute Truppe ist, dass die wissen, wie sie gegen uns spielen müssen. Und wir haben heute aber auch nicht unsere Leistung abgerufen. Also wir können definitiv besser spielen. Wir hatten, glaube ich, aus dem Spiel heraus vielleicht 1 oder 2 Torchancen. Und es ist einfach zu wenig, um dann im Endeffekt das Spiel gewinnen zu können. Nöttingen strauchelt ja gerade, für euch natürlich die große Chance, den Sack zuzumachen. Kommt da jetzt bei euch irgendwie Nervosität rein vielleicht? Ja, von Nervosität würde ich nicht sprechen, aber klar, wir hatten das Ziel heute, uns abzusetzen, 4 Punkte bei 3 ausstehenden Spielen. Das wäre vielleicht schon eine Vorentscheidung gewesen, aber wir sind immer noch 1 Punkt vor Nöttingen, haben jetzt eine entscheidende Woche und werden am Mittwoch schon wieder anders spielen und denke auch mit dem Sieg dann die Tabellenführung verteidigen. Am Mittwoch spielt ihr gegen Bissingen, das ist auch ein Verfolger, Bissingen steht ja auf Platz 3. Wird bestimmt auch ein schwieriges Spiel? Ja, wird natürlich ein schwieriges Spiel, deswegen hätten wir heute die 3 Punkte gerne eingefahren, um ein gewisses Polster zu haben, aber hilft uns alles nichts. Wer aufsteigen will, muss auch Big-Point-Spiele gewinnen und deswegen werden wir am Mittwoch Vollgas geben und das Spiel auch gewinnen.